Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich will euch was vorstellen. Ich habe mir das bei eBay gekauft, gebraucht. Für mit Versand 35 Euro. Oder? Ja, mit Versand 35 Euro. Ich zeige euch erstmal, was da alles drin ist. Also es ist nagelneu, es gibt es auch in Schwarz. Es gibt es auch als Uhrenform. Also Anleitung alles auf Japanisch, Chinesisch und so. Also ihr habt hier dann ein paar Aufkleber mit bei, damit ihr das dann halt bei euch hier rauf machen könnt. Ich wäre jetzt zum Beispiel Team Gelb. Ja, also es ist Gelb, Blau, Rot. Ah, nein, das sind die Elemente. Hier ist das Gesicht, kann man dann hier rauf machen. Ja, dann hat man dann süßes Gesicht drauf. Dann sieht es ein bisschen aus wie Pikachu. Oder halt hier oben rumkleben. Oder halt hier hinten. Ich habe es so bekommen und habe es halt nicht benutzt. Hier war das hier dran. Das habe ich hier reingemacht. Also man kann es so an die Hose machen. So mit so einem Clipper. Ich habe es halt so, dass ich es halt auch mal am Schlüsselbund und dann hängt der drunter, wenn man es braucht. Ist eine lange Schnur mit bei. Reicht von unten. Also ich mache mal jetzt die Hand hier, ich halte das mal hier hin. Ich mache mal jetzt die Hand hier nach unten unter den Tisch. Ihr seht, es reicht. So, dann haben wir hier noch ist das auch Aufkleber? Das sind auch Aufkleber. Und dann haben wir hier noch die Anleitung. Achso, hier haben wir dann noch Thank you for the support. Also kann man hier supporten, ob man zufrieden war oder nicht. So. Und hier dann halt, da empfehle ich euch, macht da Fotos. Macht Fotos, zoomt rein, weil die Bilder auf der Anleitung ziemlich klein sind. Dann muss man mein Pokémon Go öffnen, damit ich euch das dann auch alle zeigen kann. So. So. Aber eigentlich an sich ist es gut erklärt. Ich habe es mir dann halt mit einem Google Übersetzer gemacht. Von Englisch ins Deutsche. Ja. Und auch hier oben ist alles mit Bildern erklärt. Also es funktioniert eigentlich selbsterklärend. Ja? Und dann haben wir hier die Seite, haben wir auch nochmal. Hier Chinesisch, Japanisch, glaube ich. Nochmal eine Art von Japanisch und dann halt Englisch. Gibt es auch bei Amazon zu kaufen. Werde ich euch auch alles in die Videobeschreibung verlinken. So, jetzt machen wir erstmal hier die Aufkleber und alle wieder rein, damit mir nichts verloren geht, dass ich euch das dann auch zeigen kann. Ich werde euch auch Vor- und Nachteile erklären gleich, weil ich habe das jetzt schon eine Weile getestet. Ich konnte jetzt nicht warten, bis ich das Video gemacht habe, weil also ich nutze es eigentlich nicht zum Fangen von Pokémons. Man kann damit Pokémons fangen. Ich werde euch mal reinzoomen, damit ich euch das erstmal erkläre, was hier die Anzeige ist. Und so, rein. So. Da kommt erstmal das Logo. Dann drücken wir nochmal, dann sehen wir den Akkustand. So. Hier, Pokémon fangen. So, ja oder nein. Wenn man hier drückt hält, kann man, na, muss man halt schnell machen, so. Kann man sagen, aus. Ja, das ist nee, Quatsch, nicht fangen. Das ist jetzt erstmal für ein Drehen vom Display. Seht ihr das? Das ist jetzt hier. Oh, ach Mensch, Entschuldigung. So. Ich vergesse jedes Mal, dass ich reingezoomt habe. So. Das ist halt erstmal das Logo. Das brauchen wir dann später zum Verbinden. Der Akkustand und das Drehen vom Display habe ich jetzt ausgemacht. Das heißt, wenn ich hochkant habe, ja, sieht das so aus. Wenn ich das aber hier jetzt gedrückt halte und sage ein, so, dann ist das Pokémon da. Seht ihr das?
geht nach oben und der steht nach unten. Und wenn ich das Drehen hier ausschalte, dann ist es so. Dann kann man so gucken. Ja, seht ihr das? So, dann ist der Gecko hier praktisch so. Das heißt, dass euch das dann so angezeigt wird, wenn ihr so guckt. Ich gucke ja meistens so, deswegen habe ich das eigentlich an, dass halt die Ansicht ist, weil ich meistens so hochgreife und mir das so angucke. Ja? Also praktisch greife dann hoch und gucke dann halt so rauf. So, aber egal. So, auf jeden Fall verbinden, Akkustand, wie, welche Richtung das Display sein soll. Cooler wäre es gewesen, wenn so ein Sensor drin wäre, der merkt, ob man so oder so guckt. Ja, das Display hat, dass der den automatisch dreht. So, und dann haben wir da Fang, ja, nein. Warte mal. Wir gehen nochmal kurz ganz durch. So, also Fang von bekannten Pokémon, weil er ist ja sichtbar. Er ist unsichtbar, nicht bekannte Pokémon. Stops drehen, also Pokestops, vibrieren, also wenn, dass das Gerät vibriert, wenn da jemand fängt oder dreht oder wenn ein Pokémon hier in der Nähe auftaucht. So, Energie sparen und man kann mit zwei Geräten verbinden. Und dann kommt wieder der Akku und dann ist man halt einmal durch. So. Ich habe auch mit zwei Geräten verbunden. Ich zeige euch erstmal, wie das Gerät, wenn man das verbindet, weil sonst kann ich euch die Einstellung nicht zeigen. Und dann zeige ich euch, wie man es verbindet und dann sage ich euch auch Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Geräte. Das ist mein Huawei P, das ist mein Huawei P10 und das ist mein Xiaomi 13T Pro. Ja? Beim Xiaomi 13T Pro drücke ich darauf. Wenn ich es einmal verbunden habe, drücke ich hier drauf, dass ich den Schriftzug habe, koppel es, also er fragt dann jedes Mal und er ist verbunden. Beim Huawei gab es am Anfang oder gibt es ab und zu mal Probleme. So. Da kommt jetzt nicht das einfach so hoch, da muss ich dann erstmal warten, gucken, jetzt verbindet er, sagt ja, jetzt muss ich gucken, da haben wir die Kopplungsanfrage. So. Und ihr seht, es dauert hier bei dem viel länger. So, das ist sowieso etwas lahm geworden. So. Und jetzt bin ich mit beiden Geräten mit diesem Gerät verbunden. Ich kann jetzt hier halt sagen, was passieren soll. Pokestops in der Nähe drehen, bekannte Pokémons fangen, unbekannte Pokémons fangen. Ich sage euch gleich, da mache ich gar nichts. Ich benutze das nur zum Verbinden. Mehr nicht. Ich verbinde und dann macht das Gerät ja, leuchtet ja alles automatisch aus. Ich habe auch automatisch Fangen an. Ja. Dass, wenn ich mal genug Pokebälle habe und so kleinere, weil er nimmt nur die roten Bälle, weil der zählt als Pokémon Go und nicht als Pokémon Plus und nicht Plus Plus, wo man halt auch Bälle auswählen kann. Der macht doch nur normale Bälle, keine Curve-Bälle. Wusste ich auch nicht, dass das so entscheidend ist, wo ich angefangen habe mit Pokémon Go spielen. Ich bin jetzt mit meinem Hauptprofil, ich spiele jetzt seit zwei Wochen, bin ich jetzt... Wo ist denn? Ach da, du. Bin ich jetzt 33 und mit dem habe ich jetzt seit drei Tagen oder vier bin ich hier am Machen mit dem, weil wenn ich mal miteinander kämpfen muss oder was weiß ich, der findet irgendwie auch coolere Pokémons, wenn ich unterwegs bin. Mein zweites Profil, also mein ganz neues Profil. Ja, da habe ich einen Unix gefunden, einfach so, im Vorbeigehen. Hat er über den hier gefangen. In Schillern so, ja. Er wird bekloppt. Mit dem habe ich noch nicht mal, mit dem habe ich danach dann irgendwann einen Unix gefunden. Und seit der ganzen Zeit, seit ich spiele, habe ich keinen Unix mit dem gefunden. Nur durch den Raid. Und der hier, kann ich euch auch zeigen. Schillernd. Ja. Da ist mein einziges Schillernd. Mit dem laufe ich einfach rum.
Also habe ich nebenbei, dass er halt irgendwelche kleinen Pokémon fängt, damit das neue Pokémon, habe ich ja automatisch fangen an, damit der halt für jedes neue, was er fängt, gibt es halt 1000 Punkte, dass ich hier im Level steige. Ich brauchte Level 14, um Pokémon zu tauschen. Und 10 brauchte man, um gegeneinander zu kämpfen. Naja. Irgendwie so war das. Und mit dem finde ich dann einfach mal ein schillernden Unix. Einfach so. Naja, ohne Worte. Und mit dem laufe ich rum und suche und suche. Ich suche Carpador, ich finde kein Carpador. Ich laufe um den See rum, 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 rum. Kein Carpador. Nehme ich nächstes Mal den mit. So. Ich zeige es euch an dem P13T Pro, weil es da schneller läuft. Ihr drückt unten den Pokéball, dann oben auf Einstellungen, dann geht ihr auf verbundene Geräte und Dienste, dann geht ihr zusätzliche Geräte und da ist das Gerät jetzt drinne. Wenn es nicht drinne ist, ich koppel es mal aus. So, jetzt kriege ich auch gleich eine Nachricht, dass ich damit nicht mehr verbunden bin. Hier bleibe ich verbunden. Ja? Also, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid oder so und die auch automatisch Pokéstops drehen, drin haben wollen, dass man sich darauf nicht konzentrieren muss, der sammelt die alle, also dreht die und sammelt automatisch und ihr könnt euch dann auf die Pokémon konzentrieren. Ja, könnt ihr dann halt auch zu zweit. So, ihr habt hier unten die Möglichkeit Go Plus Plus, Pokéball Plus, Pokémon Go Plus. Ja? Da braucht ihr gar nichts machen. Hier jetzt ist das raus, das Gerät ist nicht mehr da. So, ich drücke jetzt hier einfach drauf, dann kommt es da, seht ihr? Nicht gekoppelt. Ich drücke einmal drauf, jetzt koppelt er damit. Da, jetzt sagt er da und ich muss dann halt sagen, ja, koppeln zulassen. Man bleibt nicht dauerhaft gekoppelt. Ich habe irgendwie einen Kilometer gerade erkundet, obwohl ich es stehen habe. Na okay. So, aber nach einer Stunde wird die Verbindung dann halt hier getrennt. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, Pokémon in meiner Nähe, Pokéstops in meiner Nähe und Push-Nachrichten. Ja? Push-Nachrichten sind dann, dass halt hier kurze Nachrichten auftauchen, dieses oder jenes Pokémon, den und den Pokéstop umgedreht, bla bla bla. Wir versuchen euch zu zeigen. Ich hoffe, dass hier Pokémon kommen. Pokéstop in meiner Nähe kann ich euch nicht zeigen, weil hier ist keiner in meiner Nähe. Wenn ich unterwegs bin, warum ich das Gerät überhaupt habe, weil ich immer zu wenig Pokébälle habe. Und meine Frau, die genervt hat, wenn ich irgendwo angehalten habe, um Pokébälle zu sammeln. Deswegen beim Autofahren das mit dem verbunden. Handy irgendwo runtergepackt. Pokémon einfach nur anmachen. Einfach anmachen, im Hintergrund laufen lassen. Könnt dann halt hier einfach an der Seite drauf drücken und sagen, hier, bumm, aus, fahrt, weiß ich. Ja, das ist vollkommen egal. Und dann dreht der, wie gesagt, eine Stunde. Muss der kurz vor einer Stunde müsst ihr dann nochmal trennen oder nach einer Stunde halt nochmal gucken und dann nochmal hier raufdrücken, verbinden da, wie ich euch gezeigt habe. Und dann dreht der die automatisch. Auch beim Autofahren. Aber macht, wenn ihr Auto fahrt, Pokémon in der Nähe fangen aus. Der braucht er jetzt nicht hier drüber machen und dann hier mal durchswitchen. Einfach hier in der App rein, bumm, ausschalten. So. Pokémon in meiner Nähe soll nicht gefangen werden. Warum soll das aussehen? Weil dann konzentriert er sich nur auf die Pokéstops. Das, was wir wollen. Wenn ihr das mit anhabt, dann geht ihr auch auf die Pokémon. Und wenn ihr 50 km/h in der Stadt fahrt, dann seid ihr ziemlich schnell an so einem Pokéstops vorbei. Wenn da gerade ein Pokémon steht und der sich gerade aber auf dieses Pokémon konzentriert, dann wird das Pokémon versucht zu fangen und nicht der Pokéstop gedreht. Deswegen beim Autofahren einfach nur Pokéstop drehen, bumm. So, ich habe auch schon wieder was Neues. Was haben wir denn jetzt gekriegt? Ach, nur Splitter. Ach, ich muss mal in einem Raid kämpfen. Ich hoffe, nachher ist noch was, glaube ich, in meiner Nähe. Ich will jetzt nachgucken in dem Video. So, ich habe aber auch leider kein Pokémon jetzt hier in meiner Nähe, das ich euch das zeigen kann. Jedenfalls taucht dann so ein kleines rotes Pokéball-Symbol, dann halt, wenn ihr jetzt hier ein Pokémon kommt oder ein Shop, taucht dann hier halt auf. Ja? Und dann ist das über dem Kopf. Und dann wird das, dann seht ihr, dass er da gerade mit dem Pokémon beschäftigt ist und das fängt. Oder halt bei dem Pokéstop, dass er den halt drehen will. Ja? Das ist alles kein Problem. Und das funktioniert super. Auch wie gesagt, auch beim Autofahren. Einfach nur Pokéstops anlassen. Ihr braucht es nicht mal hier in dem Gerät jedes Mal, weil
durchswitchen und dann an- und gedrückt halten und so Quatsch. Einfach hier ausschalten, fertig. Geht viel schneller. Zack, Einstellungen, zusätzliche verbindende Geräte, zack. Pokémon in meiner Nähe, boom, aus, fertig und raus. Und dann wird das übernommen. Und das funktioniert super. Und wenn ihr das wieder haben wollt, weil ihr gerade halt irgendwo langläuft oder und dabei am Quatschen seid und dacht, ach ne, ich habe hier noch Pokébälle, dann kann er immer irgendwelche Pokémon hier gerade nebenbei zufällig fangen. Wie gesagt, der schmeißt nur rote Bälle und nicht als Curve. Also extrem große, schwere WP-Pokémon mit hohen WP fängt da nicht. Die flüchten dann, aber normale ist halt überhaupt kein Problem, wenn sie sich im Rahmen hält und kommt ja auch auf euer Level an. Ich bin mit dem Gerät echt sehr, sehr zufrieden. Der Akku, den habe ich seit 3-4 Tagen nicht geladen. Der hält ewig. Bin noch nicht mal ansatzweise, dass er hier, wie gesagt, hier komm, ich gehe mal einen Strich runter oder so. Qualität ist echt erste Sahne. Funktioniert gut. Du hast was, das du anhängen kannst. Du hast was, das du in eine Hose oder halt hier irgendwie am T-Shirt oder so was weiß ich, an der Seite hier irgendwie dann halt so was festmachen kannst. Und dann ziehst du daran. Dann kannst du gucken, falls du raufgucken musst. Du kannst vibrieren anmachen. Also das ist wirklich sehr geil. Schade ist, dass es kein Update gibt, dass das Gerät dann weil es gibt ja jetzt schon das Pokémon Go Plus, ja, dass man das halt auch updaten kann, dass es dann halt kein Plus, sondern ein Plus ist, weil bei Pokémon Plus kann man, also ich habe jetzt noch nichts gefunden, irgendwie an Anleitung oder irgendwie, dass man das updaten kann, weil bei Pokémon Plus, da kann man dann in den Einstellungen sagen, dass er blaue Bälle benutzen kann oder was weiß ich. Da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt. Das Ding kostet aber 60 Tacken und ich wusste nicht, funktioniert es gut, funktioniert es nicht gut. Ja, da streiten sich ja die Geister. Und warum für 60 was holen, wenn man was billiger kriegt? Ich brauche es ja nicht, um Pokémon zu fangen. Erster Linie eigentlich nur zum Pokéstops drehen. Ich habe jetzt genug, ich habe 182. Ja, und dann, wenn ich so genug habe, 182 rote Bälle, dann kann ich auch, wenn wir normal, wenn ich weiß, ich bin sowieso nachher noch unterwegs und lasse den ein paar Pokestops drehen und Arenen drehen, dass ich Pokebälle wieder zusammenkriege, dann schalte ich das schon mal ein, um irgendwelche Kleen-Pokémon zu fangen, dass ich halt die Pokebonbons da zusammenkriege, dass ich halt wieder ein paar entwickeln kann. Ich habe hier etliche, die ich entwickeln kann, aber die habe ich alle schon entwickelt. Ja, Dratini habe ich auch schon entwickelt. Die nächste Form muss ich noch, aber da habe ich nur 25. Da fehlen mir etliche Bonbons. Aber heute ist auch wieder Event. Ich will nachher auch gleich wieder los. Und hier so ein paar Pokémon, die ich noch nicht habe, sind gerade da. Und einen Arena-Kampf will ich noch machen und so. Und noch ein paar Kilometer laufen, um Eier auszubrüten. Und da ist es dann ganz gut. Da kannst du dich dann hier auf dem, selbst wenn du wenn du eine Arena hast und da sind ein paar Pokestops in der Nähe, du bist im Arena-Kampf, wenn du das vorher eingeschalten hast, während, oder auch Team Rocket Rüpel, ja, selbst während du diese Kämpfe machst, dank des Geräts werden die Pokestops gedreht. Bup, 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 bup. Und du merkst ja nur, du hörst ja nur, wut, 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 wenn du Vibrieren anhast, dass, ach, es kommen wieder Bälle rein und so. Das ist sau geil. So. Aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein. Wenn ihr noch Fragen habt dazu, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich bin noch Neuling, ich fange da erst an. Also mein erstes Pokémon habe ich, kann ich euch sagen, war nicht das. Ich habe damals gleich runtergeladen und wollte es mal angucken, aber da war mein Handy nicht powered genug und hier bei uns war auch nichts los. Nee, warte mal. Hier, nach Datum. Absteigend. So. Mein allererstes Pokémon, habe ich auch Odin Drache genannt, ist von 2016. Vom 18.07.2016. Und dann habe ich es nicht mehr gespielt. Ja, danach, das zweite, steht schon nicht mehr da. Das ist jetzt schon von jetzt. Oder kann man das sehen? Wann es gefangen wurde? 2024, ja. Ich habe nur das eine. Weil ich habe auch nichts gefunden, großartig bei uns hier. Also hier war nichts. Also wir sind eine Kleinstadt, es ist tote Hose, nichts.
Und dann habe ich das auch aufgegeben und ja, jetzt erst wieder angefangen, aber auch eigentlich nur zum Anreiz, weil man kann ja hier Pokémon fangen. Das ist ja das Logische, das kennt ihr ja. Aber man kann halt auch Eier ausbrüten. Und für diese Eier, gelb mit gelben Punkten, 2 Kilo, ne, 5 Kilometer, was waren 2 Kilometer? Grüne Punkte 2, gelbe Punkte 5 Kilometer, rosa Ei, gelbes Ei mit rosa Punkten 7 Kilometer, weißes Ei mit lila Punkten 10 Kilometer und weißes Ei mit roten Punkten 12 Kilometer. Ja? Ich zoome mal kurz rein, damit ihr das seht. So. So sieht das dann aus. Also 12 Kilometer, 10 Kilometer, 7 Kilometer, 5 Kilometer, 2 Kilometer Ei habe ich jetzt nicht. Ich habe vorhin erst in das 5 Kilometer Ei reingepackt. Also ich habe nur eben Brutautomat. Gibt da kein Geld aus. Der ist unendlich. Ja. Manchmal kriegt man welche geschenkt oder so. Und deswegen dauert das halt ziemlich lange. Und wenn man dann halt spazieren geht oder halt zu Fuß geht und dann halt, sagen wir mal, 4 Kilometer gelaufen ist und sagt, Mensch, da fehlt nur noch 1 Kilometer für ein Ei, dann läufst du halt noch 1 Kilometer. Läufst 1 Kilometer mehr, hast das Ei ausgebrütet, machst das nächste an, hast 1 Kilometer drin. Und so animiert das halt nicht nur halt ein paar Kilometer zu laufen, weil wenn da halt nur noch ein bisschen fehlt, ach, dann läufst du noch ein paar Kilometer mehr. Dann läufst du noch ein paar mehr. Ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, wartet das soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen, wir haben Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.